Hallo Freunde! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Bauchhörsendung, in der es heute um die Frage geht, was ich denn eigentlich so mache, weil ich die jetzt oft genug gestellt bekommen habe. Und ich denke, ausreichend oft genug beantwortet habe mit, dass ich mal ein Video darüber mache. Ja, also ein paar Leute haben es mitbekommen, ein paar andere nicht. Ich habe den Flowrider nicht mehr durch den TÜV bekommen und die Reparatur wäre einfach zu teuer gewesen. Also habe ich den schon ein paar Wochen her jetzt dem Jan zurückgebracht, von dem ich den bekommen hatte. Und der hat nämlich noch einen zweiten kaputten da stehen und versucht jetzt aus zwei kaputten einen ganzen zu machen. Und ich bin stattdessen bei Freunden, ich sag jetzt mal den Namen nicht, weil ich weiß, dass viele von euch die kennen und ich gerade nicht nachgefragt habe, ob das denen recht ist, wenn ich das groß erzähle, weil die sich nämlich aus bestimmten Gründen aus dem Internet zurückgezogen haben und da bin ich gleich schon bei einem Thema, was ich gleich noch ansprechen möchte. Was nämlich auch sehr damit zu tun hat, wie es mir geht. Und habe hier ein süßes kleines Waldhäuschen mir gemietet, in dem ich gemütlich über den Winter komme. Und Strom und Internet habe und dann jetzt auch nochmal Videos machen kann. Und einen tollen Ofen, wenn ich Feuer machen kann und warm. Und ja, mir geht das hier gerade sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil ich hier gerade auch echt so richtig die Möglichkeit habe, nach meinen letzten doch sehr rastlosen Monaten hier endlich wieder zur Ruhe zu kommen. So. Und ich glaube, das ist im Moment auch etwas, was nicht nur mir sehr gut tut, sondern all denen, die da sich im Moment auch mit beschäftigen, mit ihrer Ruhe. Weil wenn alles um dich herum versucht, dich bekloppt zu machen, dann muss das Beste, was du tun kannst, muss dann sein, die Ruhe zu bewahren. Und das erzähle ich eigentlich auch schon seit einem halben Jahr. Und der Vorteil daran, wenn man das viel erzählt, ist, dass man das dann auch selber viel im Kopf hat und dann noch viel öfter, als man darüber erzählt, auch darüber nachdenkt. Und wenn man das ernst meint, und das bin ich mir selber schuldig, dann hat das eben auch einen entsprechenden beruhigenden Charakter und eine Wirkung, ne? So. Und das ist eigentlich so, wie ich im Moment mit der Gesamtsituation umgehe. Ich entziehe mich möglichst dem, das mir Stress bedeuten könnte, so wie ich das schon Ewigkeiten mache. Das wird sehr oft missverstanden, als immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Nee, das ist einfach nur der stressfreie Weg. Auch wenn mein Weg, den ich dadurch dann gehe, eventuell ein wenig länger wird, um an Dinge zu kommen, die ich gerne erleben möchte. Aber der bleibt chillig. Und das ist mir nun mal einfach das Wichtigste. Mir ist das Wichtigste in meinem Leben meine Ruhe und dass ich mein Leben in Ruhe leben kann. Einfach in Ruhe gelassen zu werden. Andere in Ruhe lassen zu können und in Ruhe das Leben zu leben. Am besten gemeinsam. Und das funktioniert nicht auf Teufel komm raus. Wenn ich den Teufel dabei herausfordere, dann werde ich das Gegenteil erreichen. Dann werde ich keine Ruhe haben, sondern halt eben Stress.
So, deswegen halte ich mich möglichst viel raus, gerade auch aus dem Internet. Ich bin jeden Tag auch mal im Facebook drin und scroll da mal ein bisschen rum, aber das halt auch schon mal viel, immer weniger und eigentlich auch immer desinteressierter, weil es im Facebook und auch im Instagram eigentlich gerade immer weniger um die Dinge geht, die mich interessieren. Halt nämlich meine Ruhe. Und stattdessen beschäftige ich mich halt eben genau mit diesen Dingen, die mir dabei helfen, meine Ruhe zu finden und Klarheit im Kopf und sowas halt alles. Und da bin ich zum Beispiel im Moment sehr glücklich über die Videos von der Maike. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich mache hier gerade mal kurz ein bisschen Werbung für ihren Kanal, der da BAM heißt. Ja, die Maike Büttner hat einen eigenen YouTube-Kanal und die Videos da drauf empfinde ich persönlich gerade als pures Gold wert, weil die Denkanstöße daran, weil ich weiß, wie essentiell diese Denkanstöße sind, weil ich selber halt einen ähnlich abstrusen Weg hinter mir habe, offensichtlich wie die Maike auch, und immer mehr andere, die auch langsam dahinter kommen. Aber ich finde halt einfach die Videos von der Maike deswegen auch einfach so schön, weil, na, so wie sie da Dinge erklärt, kann das eigentlich jedes Kind verstehen. Und so ist halt eben ein Punkt für mich ganz, ganz wichtig, immer im Auge zu behalten, nämlich, dass ich nichts anderes wahrnehmen kann als meine eigene Wahrnehmung, in der all das stattfindet, was ich wahrnehme. So, und auch wenn mir das oft missverstanden wird, aber dann bleibt letztendlich kein anderer Schluss, als dass meine ganze Welt Einbildung ist, die ich mir einbilde. Und dann auch noch alles von dem, was ich wahrnehme, so wahrnehme, wie ich das wahrnehme. Das Gut, das Scheiße, so, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dieses Training, das ich gerade halt eben mache, hier in der halbwegs, ja, man könnte das schon Abgeschiedenheit nennen. Das ist nicht wirklich Abgeschiedenheit, aber ich hier die Tür zu, mache ich meine Ruhe. Ich habe Wald um mich rum, ich habe Bäume um mich rum. Ich rieche die ganze Zeit den Waldboden und das alles. Und das sind Sachen, die mich sehr erden und mir sehr dabei helfen, mir die ganze Zeit absolut bewusst zu machen, dass ich durch eine Illusion laufe. Das ist ja für mich als On-Mind-Gamer natürlich sowieso ja genau das Ding. Und ich kann wirklich jedem mal empfehlen, sich die Welt mal anzusehen, wie sie aussieht, wenn man sie unter der Prämisse betrachtet, dass sie zumindest materiell nicht existent ist. Also, ne, weil ja alles Schwingung ist und Frequenz und Energie. Eine perfekte Simulation. Nicht nur audiovisuell, wie dieses Video, sondern in 5 Sinnen wahrnehmbar und mitunter sogar noch mehr. Muss man sich freischalten alles, ne? Ja. Ich merke, dass ich an dem Punkt angekommen bin, an dem ich gesagt habe, was ich heute zu sagen hatte. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mal ein bisschen an euren Gedanken teilhaben lassen in der Kommentarfunktion. Liked, teilt, wenn ihr möchtet. Abonniert, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, mein Elf.